Mit Claudia Englert, Birgitta Leissel. Die fliegende Prüfung. Rainer Hofmann. Leben und Sterben im Terminal. Walter Marder. 5 Mark gib mir heute. André Jäger, Thomas Stets. Fass meinen Fisch nicht an. So, wer geimpft werden will, der stellt sich in der Reihe auf und dann kommt ihr alle zu mir. Ärmel hoch und zugestochen. Der Flughafenarzt ist da, Rainer Hofmann. Also, durchlesen, Unterschrift, Personalnummer und Datum. Der Arzt, ein Sanitäter und mutige Flugzeugbelader. Kampf den Viren und Bakterien. Keine Ahnung, wie ich los bin. Bin zärtlich wie zu meiner Frau, zu der Patientin. Alles klar. Ja, aber da gehen wir mal raus. Gestern ging's noch. Der Flughafenarzt Rainer Hofmann ist für alle da. Arbeiter wollen geimpft werden, Passagiere haben Probleme. Alarm. Aus dem nächsten Impftermin wird nichts. Ein Notfall. Die Nachricht kam über Funk. Sanitäter der Flughafenklinik sollten einen kranken Mann zum Flugzeug bringen. Im Rollstuhl. Unterwegs, kurz vorm Gate, ist er zusammengebrochen. Was ist? Nochmal, langsam für mich zu mitschreiben. Es sieht sehr schlecht aus. Er atmet nur noch schwach. Gib mir mal ein Händchen. Was haben wir hier denn? Gib mir mal einen Tubus, komm auf. Mal einen Tubus für mich. Gerade gelandet, André Jäger, Sternekoch aus der Schweiz. Der Abholer Thomas Stets, Menüdesigner in Frankfurt. Schön, dass du da bist. André Jäger hatte einen Unfall, kommt frisch aus dem Hospital. Aber die Chefs warten. Und die beiden Köche sollen heute ihre neuen Langstreckenmenüs präsentieren. Die Gelenkpfanne war total gebrochen. Und die haben sie abgesägt, rausgenommen, geflickt und den Arm eingesetzt und dann das Ganze wieder angeschraubt. Kannst du dir das vorstellen? Ein Sportunfall. Aber jetzt geht's zum Fisch für die Business Class. Den hatte André Jäger nicht akzeptiert. Er war ihm zu trocken. Wir haben den Fisch noch mal so gemacht, weil jetzt doch saftiger so rauskommt. Wir haben die mittleren Stücke genommen. Und hier ist das, wo wir drüber gesprochen haben. Die Rezepte stammen von André Jäger. Gourmet-Menüs für die First Class und die Business Class der Lufthansa. Thomas Stets hat sie großküchengerecht und flugtauglich gemacht. Schade. Es ist nicht so einfach. Ich glaube nicht, bei weitem nicht. Würden dann von jedem Rezept sollen 100.000 Langstreckenmenüs gekocht werden. Sonderwünsche gehen da schnell ins Geld. Die Zeit drängt. Thomas Stets braucht eine Lösung. Freddy, wir reden gerade über den Fisch, dass wir den so machen. Der Jäger meint, ob es nicht so einfach wäre, ich denke. Also, das soll dieser Fisch werden, mit dieser Soße napiert noch und so ein paar Schrimps drüber. Das ist doch nicht so einfach. Wie ne? Zu einfach? Was meinst du mit zu einfach? Na, was meinst du mit einfach? Damit ich verstehe, was du mit einfach meinst. Zu gewöhnlich. Das ist nicht gewöhnlich. Also, ich sag mal, der wäre so, in zwei so Stücken, oder? Zwei so Stücke? Ja, mit der Soße napiert? Das ist für uns schon ungewöhnlich. In welcher Situation kann denn kontrolliertes Aussteigen erfolgen, Andrea? Das ist, wenn eine Bombenwarnung vorliegt oder wenn halt in einem Fall, wo es halt besser ist, man steigt vorher aus, wenn noch kein richtiger Notfall vorliegt. Birgitta Leissel ist Purserette, also die Chefin der Flugbegleiter an Bord eines Flugzeugs. Wann leitest du selbstständig eine Evakuierung ein, Ulrike? Beim Ditching, also Notlandung auf dem Wasser oder wenn ich meine, dass einfach Not am Mann ist. Sprich, vorne brennt's oder so und ich meine, ich muss einfach evakuieren. Genau. Und was bedeutet das Kommando Attention Ground Station generell, Volker? Ich bin alert, ich schaue aus dem Fenster raus.
guck, ob draußen irgendwie Rauchentwicklung ist. Vorbereitung für einen Kondorflug nach Bangkok. Ein besonderer Flug. Zwei Prüferinnen fliegen mit. Also ich denke, wir sind alle sehr gut eingestimmt auf den Flug und freuen uns auf das Weg. Und was du eben betont hast zum Schluss, das kann ich nur wiederholen. Auch Claudia und ich sind jederzeit für euch ansprechbar, wenn irgendwas sein sollte. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, kommt zu uns und wir reden über die Dinge. Ja? Also einen schönen Flug auch von unserer Seite. Ich habe noch was. Möchte noch jemand Essen bestellen? Ich möchte was zu essen bestellen. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Ganz genau. Vielleicht können wir da gleich noch sammeln. Dann ja, ich kann ich ja noch. Auch schon mal. Ich hätte gern, was soll ich denn nehmen? Ein Florida-Salat? Wie ist denn der hier? Sehr gut. Ja, nehme ich einen Florida-Salat, bitte. Birgitta, links, wird von Claudia, Mitte, geprüft. Und wie Claudia das macht, das prüft wiederum Ruth, rechts. Ab jetzt werden die drei Damen sich im Blick behalten, egal was kommt und egal worüber gerade gelacht wird. So kommt's raus. Genau. Welchen Lippenstift trägst du? Welchen? Genau. Kannst du dich nicht erinnern an die Marke? Nee. Ja, keine ja. Schleichwerbung. Hier, gib mir mal ein bisschen Supra. Komm, 1 Milligramm Supra. In Tubus rein direkt. Kümmer dich mal um ihn hier. Bring ihn mal weg. Vorne ins Auto rein. Nee, dünner, dünner. Der Bruder des Kranken. Der Mann ist Ägypter, auf dem Weg nach Kairo. Anfang 40. Er hat Krebs. In Deutschland wollte er sich in einer Spezialklinik behandeln lassen. Seine letzte Hoffnung. Doch man hat ihn zurückgeschickt, nach Hause. Es war zu spät für eine Behandlung. Ja, wir haben mal einen Rhythmus. Guck mal den Rhythmus an, der ist klasse. Was? Ja, ja. Bleib doch mal im Licht stehen hier. Ist so wunderbar. Du gibst uns optimales Licht. Du. Dieter, es fällt aus die Besprechung. Wo ist der Tubus? Ach, ja. Wo ist der Tubus? Gib mal her. Tubus. Wo geht denn her? Das muss da drin sein. Saug. Sag nochmal. Aber ich sag mal, ich finde die zwei Portionen immer nicht schlecht, weil sie einfach optisch mehr hermachen, als wenn man ein Stück Fisch hat. Ich denke mal, wir sollten auch, also wenn wir dieses heute nicht abschließen können, dieses Fischthema, dann müssen wir es halt im Nachhinein noch abschließen, weil wir müssen das vom Kalkulatorischen her, da haben wir natürlich ein ganz großes Auge drauf. Ja, ist mir klar. Aber das, da müssen wir jetzt natürlich was sehr schön wäre, auch ein Röllchen. Ein Röllchen. Eine kleine Fischnocke. Ja. Ja. Und dann ein paar Schrimps. Mit dem wäre ich happy. Aber ich sehe es absolut ein, von Preis und von der vom Aufwand her. Aber wenn man das als Alternative machen könnte, das fände ich toll. Ja. Da hätte ich Spaß, wenn ich das essen müsste. Das siehst du noch, bevor du heute gehst. Ja. Alois, das lapieren wir mit der Currysoße und machen dann Schrimps drüber. 20, ja. Einfach so ein bisschen. Ist das von den Beilagen her nicht zu voll? Nee. Ein kleines zu viel. Dann mach ich es gerade fertig. Ja, guten Morgen. Herr Schnitz, grüß Sie. Neuer Herr Schnitz. Das ist verwöhnt. Helmut Wölki, der Vorstandsvorsitzende der LSG Holding. Da haben wir alles stehen. Vielleicht. Begleitet von wichtigen Menschen. Jetzt wird's ernst. Herr Jäger, führen Sie uns durch oder wir machen das? Der steht's. Ich führe, ja. Gut. Wir fangen vorne an. Wir fangen an. Das ist First Class, erste Mahlzeit bis zu den beiden Desserts. Ja. Und dann auf der rechten Seite geht es dann weiter mit der zweiten Mahlzeit. Mhm. So, ich lasse immer erst einen Mann rausgehen, damit er mir den Koffer abnimmt. Schade eigentlich. Geht nicht. Super. Doch, danke. Der Chefpilot persönlich, Klaus Dautzenberg. Erst Koffer tragen, dann fliegen.
Die Kabinencrew. Sechs Flugbegleiter, Birgitta als Purserette, dazu Ruth und Claudia wegen der Prüfung. Der Arbeitsplatz? Eine Boeing 767. Genau 269 Passagiere wollen mit nach Bangkok. Birgitta legt schon mal los. Wenn auf dem Flug was schief geht, Ruth wird es merken. Und sie wird merken, ob Claudia es merkt, denn die hat sie fest im Blick. Wir haben schon den Aeroserver. Ja, danke. So, Claudi, sie hat auch die Gänge soweit gecheckt. Stimmt alles. Super. Also Full House beladen. Klasse. Und sie hat das auch alles sehr gut im Griff. Okay, wunderbar. Mhm. Dann warten wir erstmal, bis er weg ist und dann helfen wir ihr beim ein bisschen Ruhe hier vorne einkehren kann. Ich muss noch meinen Chefsalat unterschreiben. Nein, Florida. Okay. Also hier ist einfach der Hit, wo wir nie drauf gekommen wären. Sie kochen ganz kurz einen Hummer. Diesen Hummer, dann nehmen Sie ein Stück Steinbutt, tauchen diesen Steinbutt in flüssige Schlagsahne, einfach nur reintunken halb und gehen dann mit der Schlagsahne in den Hummer, drehen Sie es und backen Sie es. Also es ist wirklich, das ist Wahnsinn. Sie haben reinen Hummer hier und Sie kriegen es, Sie kriegen es zu essen warm. Aber das, also ich denke einfach, also so ein Essen. Ich hab's gesagt, ich lese es aber noch mal genau vor. Teegeräucherte Entenbrust. Und zwar war das Wichtige daran weibliche Entenbrüste, weil die einfach wirklich, das war, gell, André? Ja. Das war der wirklich, weil wir haben früher bei uns immer männlich genommen, die sind viel, aber die sind wesentlich besser. Wir haben der Emanzipation. Wie das so ist bei Frauen, oder? Teegeräucherte Entenbrust. Sie meinen, die werden dann größer, oder was? Das war aber ein Macho-Spruch. An einem leichten, mit schwarzen Bohnen abgeschmeckten Kartoffelsalat. Und zwar der Kartoffelsalat, merken Sie, da sind die fermentierten schwarzen Bohnen drin. Ein First-Class-Erfolg. Und jetzt der Fisch für die Business. Und dann hatten wir hier halt eben die Sache, wo wir erst heute Morgen erst gemacht haben mit dem Fisch. Natürlich jetzt hier. Ja? So, da haben wir eine Fischnocke. Ist Ihnen zu einfach, oder was? Ja, aber die andere Qualität von Fischen kriegen wir nicht so hin. Haben Sie das gemacht? Nein, er hat es ganz anders gemacht. Aber er hat gerade gesagt, man könnte ihm das auf jeden Flieger anbieten. Das hier? Ja. Das war ja das, was Sie gerade probiert haben. Ist das nicht, dieses typische Allerwelts, dieser Gerät? Aber Sie haben ja noch was an, Sie haben ja drei Sorten. Okay, die sehe ich ja jetzt. Und wir haben auch, Sie essen es aber, wenn Sie es im Gesamten sehen. Wie heißt das jetzt? Das heißt Triologie vom Fisch. Und das haben wir heute Morgen erst, Sie haben gesehen, als Sie reinkamen, hat er es noch probiert. Das haben wir heute erst. Ach, das ist mir zu wenig. Entstanden. Theologie vom Fisch ist ja, das. Das so sieht es auch aus. Ein kleines Familienwunder in der Transitzone. Iranische Tanten auf der Durchreise. Washington, Teheran, über Frankfurt. 3 Stunden Aufenthalt. Die Nichte lebt seit Jahren in Deutschland. Die Tanten sollen endlich mal die Kinder sehen. Eigentlich dürfen die Nichte und ihre Kinder gar nicht in die Transitzone. Wer hat sie durchgeschleust? Vorbei an allen Kontrollen. Walter Mader. So, also Sie haben ja jetzt noch Zeit. You can sit down maybe on this place over there. There are chairs and Walter Mader ist 72. Jeden Tag ist er im Terminal unterwegs, um zu sehen, wo er helfen kann. So wie hier. Alles Gute. Tschüss. Weit über 25 als Stichzeit. 50 Mal und dann, wenn nichts ist, brechen wir ab. So. Das ist ein hoher ST-Abgang. Wie ist, wenn die Frage typisch ist? Da oben kommt nichts mehr an, ne? Ich vorhin war nochmal einigermaßen rhythmisch. Guck mal weiter. Lass sie ablösen, dass sie mal gehen. Volle Leistung, noch einmal drauf. Er schießt noch einmal. Sag mal. Pumpt noch eine Runde.
eine Runde noch. Die ST wird immer mehr deformiert. Trotz aller Bemühungen, Rainer Hofmann wird ihn nicht retten können. Seit fast 30 Jahren ist Walter Mader als Seelsorger im Flughafen unterwegs. Im Terminal 1 seine Räume, sein kleines Reich. Durchreisende finden hierher und Stammgäste. Mr. Rockenbrock aus Danzig. Herzlich willkommen. Da schauen Sie, die Herren sind aus Ihrem Metier. Herr Rockenbuck war früher beim Fernsehen. Was sagen Sie dazu? Beste Grüße. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Herr Rockenbuck, geboren am 15.06.1937, Freistaat Danzig. Danzig ist von Polen besetzt und wird vom Russen verwaltet. Das war mal so. Das ist doch halt nicht mehr so. Ist das nicht polnisch? Rein, behalten Sie Platz, Herr Rockenbuck. Danzig ist doch nicht mehr von Russen besetzt. Das war. Wird vom Russen verwaltet. Stimmt das? Wer kennt sich aus? Meinen Sie wirklich, dass das so ist? Das meine ich nicht, das weiß ich. Komm, ich weiß es nicht, also ich glaube Ihnen das. Das müssen Sie mir glauben. Ich glaube Ihnen alles. Außer dass ich ein Narr bin? Sie sind kein Narr. Sind Sie Arzt? Nein. Aber ich kann das beurteilen. Und eine Scheibe Leberkäse vom Sonntag. Ein Teller warmes für Arno Rockenbuck. Obwohl der lieber gleich seine täglichen 5 Mark hätte. Für Zigaretten. So, Mr. Rockenbuck. Ein Mittagessen. Und eine Serviette. Und eine Gabel. Und ein Messer. So. Also, guten Appetit. Sie waren Regisseur, Aufnahmeleiter? Ja. Kameraassistent. In Lateinamerika ist Arno Rockenbuck Banditen in die Hände gefallen. Mit einem Gewehrkolben haben sie ihm fast den Schädel eingeschlagen. Heute lebt er in einem Heim. Sind so viele in der Welt rumgekommen? Ich habe die ganze Welt gesehen. Aber Guatemala war am schönsten. Er kam ein bisschen schnauben, kam im Rhythmus wieder, aber er war zerebral tot. Na ja, gut. Was liegt, ist liegt. Ich hab's doch gut gemacht, was willst du mehr? Mehr als ein Büdel reinschieben zu zwei in der Situation. Zugang liegt, könnt ihr gar nicht. Okay. Bleibt ihr hier, bis die Polizei da war? Ja. Ich habe jetzt einen Impftermin, muss ich in den Hausarzt nicht dabei bleiben lassen. Okay, ich bin wieder da in einer Stunde in der Ambulanz, da können die zu mir kommen. Ich mache die Papiere fertig, die Leiche ist von mir freigegeben, okay? Etwa 40 Menschen sterben jedes Jahr am Flughafen, zwischen Ankunft und Abflug. Was mich hier stört, sind ja schon mehrere Sachen. Erstens musste ich jetzt schon mal hergehen, musste das hier freischaufeln, damit ich überhaupt sehe, was das ist. Damit bin ich eigentlich nicht einverstanden. Eine Soße ist da, entweder daneben oder drüber, aber ich muss doch das Produkt noch sehen. Ich habe ja das Produkt erstmal mit einer Gabel freischaufeln müssen, damit ich sehe, was das ist. Das ist natürlich jetzt kalt. Die Soße ist dick. Wenn sie warm ist, ist sie flüssig.
ich erlaube mir zu widersprechen, dass das so schlecht ist. Vielleicht kann man es ein bisschen anders anrichten, vielleicht kann man es noch ein bisschen schleifen, aber diese Fischfarce, die eignet sich ausgezeichnet und der einzelne Gast isst das sehr gerne. Mhm. Und möglicherweise müssen wir irgendwie eine Lösung suchen, wie wir das attraktiver gestalten können in der Präsentation. Ich habe im Prinzip nichts gegen die Produkte an sich, aber so wie es sich gegeben hat und dass ich das freischaufeln musste und dass es dann noch heißt, drei Fische, das ist dieses Chicken or Beef. Chicken or Beef. Aber es der Name, ist der Name. Namen, wenn der erklärt wird durch die drei hochwertig klingenden Fische und vielleicht noch umgetaucht. Aber jetzt sehen Sie, warum ich immer so hinter dem Namen komme. Komposition von Rotbar. Und diejenigen, die uns das präsentieren, wissen das. Wenn Sie mir dann kommen und sagen, Trilogie vom Fisch, und das dann auch noch so aussieht. Der arme Herr Stets hat die Nacht durchgearbeitet dafür. Nein, es ist nicht, ich hoffe, das kleinste Problem. Möglichkeiten eingebaut werden, damit sie, falls sie brennt, das hier betrifft alles quasi nach dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Die kriegen was Neues. Was ist denn das? Die Tür hier, mein Rumme hier, das betrifft quasi die Wand. Ja, aber da soll eine Tür hier in die Wand, da haben wir doch eine Tür. Da soll eine Tür rein? Ja, das gibt's ja wohl nicht. Ja, na, wenn ich also, sagen Sie mal Ihren Abgesandten, ob Sie sich nicht mal mit uns unterhalten wollten erstmal. Da ist eine Tür und da soll jetzt auch noch eine Tür rein. Und dann soll der Tisch, wo soll der hin? Tja, die stellen Sie am besten nicht vor die Tür. Wir wollen hier keine Tür. Wir haben doch da eine Tür. Und wollen Sie die zumachen? Oder? Ja. Vor allen Dingen, das kann ja hier dann keine... Also, was jetzt hier genau passiert... Pater Mader ist hier nur Mieter. Und die Bauabteilung hat große Pläne. Da kann ich Ihnen jetzt auch nicht nähere Auskunft zu geben, weil ich damit gar nicht befasst bin. Mich interessieren in erster Linie die Fluchttüren, die ich jetzt da mal einmessen wollte. Die Fluchttüren messen Sie mal und dann müssen wir halt mal sehen. Also mit dem anderen müssen wir mit uns reden. Wir können halt hier eine Tür einbrechen. Stimme ich Ihnen natürlich zu, dass da mal mit Ihnen geredet werden muss, aber da... Kann ich Ihnen leider nichts Näheres zu sagen? Sie, das wissen wir, ne? Da lacht selbst der Herr Rockenburg erstaunt, ne? Das gibt's doch nicht. Da kommt einer und sagt, er will hier eine Tür machen und will da durchbrechen. Ohne mit den Leuten zu reden, das gibt's doch nicht. Ne? Aber gut, man freut sich, dass es was Neues gibt. Vielleicht wird's ja was Gutes. Nicht wahr? Herr Rockenburg möchte sein Zigarettengeld. Ab geht's Richtung Bangkok. Beim Start gilt höchste Konzentration für alle Flugbegleiter. Birgitta Leißel geht im Kopf alle Notfallregeln durch, bis der Vogel sicher in der Luft ist. Jetzt kann's losgehen. Also gedacht habe ich mir das so, wir fangen jetzt mit den Zeitschriften an. Das macht ihr zwei, dann bereite ich hier noch weiter vor. Mhm. Dann habe ich den Aeroserver schon aufgebaut mit den Kopfhörern, den Kosmetikbags und was haben wir drauf? Speisekarten. Und die würde ich ganz gerne mitverteilen, dass ich da mit einem von euch reingehe, dass die Leute mich dann auch mal sehen in der Kabine. Ist eine gute Idee, So. Hab ich schon mal die Speisekarten mit der Weinkarte verteilt? Ich Ihnen schon mal zwei Kopfhörer zu sehen, dass Sie das was im Film. Die Prüferinnen arbeiten mit. So können sie besser sehen, ob der Laden richtig läuft. Schließlich waren sie auch mal Flugbegleiter. Und Hilfsbereitschaft gehört da einfach dazu. Ja, eben. So für die Herrschaften auch ein Kosmetik worden für die Beine. Ja, und vor allen Dingen, hier ist ja eine Tür. Und das ist also absolut ein überflüssig Ding da. So eine. Ich dachte, das wäre eigentlich auch Ihnen dann bekannt. Gar nichts. Wir brauchen keine Tür. Was ja, also ich rede mal mit den, Leuten, die da näher mit befasst sind. Ich selbst bin eigentlich nur hier, um Maße zu nehmen. Ja, und hab da also, keine nehmen Sie Maße, dann kriegen Sie auch eine Tasse Kaffee zum Maß und ein paar Plätzchen haben wir auch geschenkt. Kriegen Sie auch. Also. Für Arno Rockenbuck die tägliche Gabe für Zigaretten. Aber nicht die Zigaretten gleich so anrauchen, gleich wegschmeißen und dann zerstreuen über den ganzen Platz. Ne? Schön durchrauchen. Am besten ist gar nicht rauchen. Gehen Sie runter, kaufen Sie Schokolade. Schokolade-Zigaretten? Ich bin Raucher. Oh. Aber Schokolade-Zigaretten ist auch Zigarette. Ja? Aufziehen.
Und hoch. Ja. Jawohl. So, bis gleich, Mr. Romburg. Die Farce ist ja sehr gut zum Essen. Ja, 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 die fliegen wir ja auch. Ja. Ha? Eigentlich waren André Jäger und Thomas Stets schon ein bisschen stolz auf ihre Idee, den Fisch zu rollen und dann mit einer Soße zu überziehen. So sollte er schön saftig bleiben, trotz der Großküchenzubereitung. Wie heißt es? Namen habt ihr noch nicht? Namen werde ich mit. Nur noch mit Bedacht. Brauchen wir die da drauf? Die einen. Ich würde sie nur mal wegnehmen, ich will mal gucken, wie es aussieht, oder? Mich so an die Rollmopse, die meine Frau im Glas kauft. Ja. Ist das nicht so? Wenn sie jetzt hier noch einen Zahn zur Rand durchstecken, würde ich sie fragen, was ist das, wenn sie sagen, so Rollmops, oder? Wobei, ich persönlich mache die Assoziation nicht. Und wo ich einfach Probleme habe, ist, wenn man ein schönes Stück Fisch bekommt und das so trocken ist. Im Terminal herrscht Rauchverbot. Nur im S-Bahnhof darf geraucht werden. Des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Mia culpa, mia culpa. Mia culpa, mia culpa. Mia maxima culpa. Schau, ja. Noch ein Telefon. Nee, das ist unsere kreative Küche. Das ist jetzt wie Picasso. Das ist die Palette, wo angemischt wird und aus dem allen wird das Bild. Ja, ich bin pöhnt. Der Chef ist längst weg. Der Auftrag ist klar. Rettet den Fisch. Schließlich hat die Lufthansa ca. 60.000 Businessfische geordert. Mit Reis? Ohne Reis? Hoch oder quer oder beides? Schließlich ist das Auge mit. Ich finde den Teller jetzt eigentlich ganz gut so. Ich würde sie in die Truhe streuen. Ich weiß, eine Pinienkerne, die sind unterwegs. Pinienkerne passen super. Ja, besser. Super. Und nicht über den Fisch, sondern ins Gemüse rein. Dann müssen wir mal. So fliegt der Fisch. Oder? Also da finde ich schön, dass wir nochmal drüber nachgedacht haben, weil ich finde ihn so wirklich schöner. Die Kohle habe ich jetzt zum Abwischen. Nein, ich muss noch. Irgendwo über Kasachstan. Bangkok ist noch weit. Der Service läuft und alle machen mit. Aber die Prüferinnen passen auf. Gerade vorn im Flieger, in der teuren Comfort-Class,
da muss alles stimmen. Wer hat hier einen Plastikbecher ausgegeben? Wir haben hier aus der Economy. Es gibt einen Abzug in der B-Note. Abzug in der B-Note. Genau, das ist ein gutes Zeichen. Mensch, ist noch hier hinter, ja. Aua! Hat mich rausgeholt. Sorry. Das war's. Und jetzt wieder ran an den Gast. Hast du einzelne Gläser mit Eis, Birgitta? Ja, zwei. Darf ich Ihnen ein Dessert anbieten? Ja. Wie tief möchten Sie schlafen nachher? Wie voll soll man das Glas machen? Ja, ich bin so voll. Gute Laune beim Service. Schon mal ein Pluspunkt. Also? Gold. Okay. Ja, danke. So, und ein Williams für Sie, gell? Jetzt aber Zeit für eine Zwischenbilanz. Schließlich steht Birgitta unter Beobachtung. Die Prüferinnen haben mitgeschrieben. Kaffee oder einen Tee dazu? Espoulian Dessert? Was mir auch gut gefallen hat, dass sie die Leute immer mit Namen angesprochen hat. Das bringt eine persönliche Atmosphäre. Genau. Auch den Blickkontakt gesucht hat, das fand ich sehr schön. Immer eine offene Körperhaltung. Genau. Mhm. Und sich auch die Namen relativ schnell gemerkt hat. Das finde ich auch nicht so einfach bei so einer großen Crew. Ja. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, dass sie sofort die Namen mit den einzelnen Positionen in Verbindung gebracht hat. Also sie hat dann auch gesagt, zum Beispiel Kerstin, du auf Position so und so, bitte kümmerst du dich darum. Das war ein sehr persönliches Buch. Persönlich positionsgebunden. Ja. Gelbfieber, Typhus und was ist das da? In der Flughafenklinik. Rainer Hofmann will impfen. Am liebsten ungestört. So, gib's mit. Rezept hat er schon? Nee, das geht noch hier. Okay. Schön, dann ziehen wir die Impfung auf und dann wollen wir anschließend gleich impfen. Ein ruhiger Tag. Ja, okay. Die Zivilfahnder vom Zoll sind da, mit einer Kolumbianerin. Sie haben Kokainspuren bei ihr festgestellt. Der Verdacht, die Frau ist ein Drogenkurier. Mit Kokain im Bauch, in kleinen Latexkugeln. Ein Röntgenfoto soll's beweisen. Für Rainer Hofmann Alltag. Gerade die Maschinen aus Bogotá bringen immer wieder Drogenkuriere nach Frankfurt. Sogenannte Bodypacker. Ein gefährlicher Job. Die Latexkugeln können platzen. Na, hat sie gewackelt? Ja. Manchmal wackeln sie, um dadurch zu verhindern, dass klar geröntgt werden kann. Aber wann willst du Bahn verkaufen machen? Ja, jetzt so. Ja. Langsam werden die Schuhe eng und die Füße müde. Kein Wunder, nach 10 Stunden Stehen im Flieger. Ach so, ja, habe ich eine dabei. Gut, mal, dann kann ich eine übergeben, dann habe ich nämlich noch eine für mich. Was ist das denn? Das ist Lederdehner, Birgitta. Kennst du das nicht? Ja. Total klasse, wenn die Schuhe zu eng sind. Kann man es auch für einen Rock benutzen, wenn der Rock zu eng wird. Vielleicht sollte man es mal hier in den Rock reinschütten. Ein Stück Brot können wir ja auch. Nee, ich habe Knäckebrot. Klaus Dortzenberg hat noch nichts zu essen bekommen. Aber Flugbegleiterinnen wissen schon, was Chefpiloten brauchen. Klaus kriegt Rennkost. Er ist auf Diät. Ein Stück Knäckebrot. Ah, das ist total klasse. Ja, zum Beispiel Kerstin. Das ist nicht total cool. Weiß ich auch noch. Oh, mach sie die Tür zu. Außer Kot nichts gewesen. Und das Auto ist eine Spirale. Aber nichts. Es irgendwie stören würde. Die dunklen Flecken, was ist das? Luft. Alles, was schwarz ist, ist Luft. Und wenn was da sehen wir die Nieren wunderschön. Das sind Verkalkung des Rippenknorpels. Das sind die Brüste.
typisch weibliches Becken. Das sind Muskel, die Lendchen, diese beiden, was immer so lecker schmeckt beim Tier. Und wenn was wäre, wo würde man sehen? Wenn was wäre, im gesamten Bereich hier, besonders über den Beckenschaufeln hier unten. Also üblicherweise ist alles gefüllt, der ganze Dickdarm gefüllt, das kleine Becken würde voll sein. Und vielleicht im Dünndarmbereich auch noch, aber da ist nichts. Nichts, was stört. Sind Sie denn eher froh, wenn Sie nichts finden, oder sind Sie eher enttäuscht? Ich bin wie jeder Jäger immer froh, wenn man was findet, ja? Das ist ganz klar. Ich bin auch froh, wenn man was findet, damit ganz einfach das Zeug nicht auf den Straßen weiter verkauft wird. Ich habe eine Tochter. Es ist schlimm, wenn man die ersten Drogentoten vor sich gesehen hat. Ja. Und jede Droge, die nicht reinkommt, ist immer ganz froh. Und wieder die Zivilfahnder vom Zoll. Wieder ein Kolumbianer. Wieder geht es um Kokain im Bauch. So ein Schmuggler kann ein Vermögen in seinem Körper transportieren. Chefpilot Klaus Dautzenberg beim Anflug auf Bangkok. Trotz Diät eine satte Landung. So, meine Liebe, wir haben Feierabend. Ne? Sehr Claudia. Schön. Ja. 11 Stunden Schuften in der Luft. Die Erde hat sie wieder. Ja. Einmal Hör mal, ich habe ja meinen Florida-Salat gar nicht gegessen. Nee. Fällt mir gerade ein. Ich habe ihn immer noch. Nee, ich wollte eigentlich der. Doch der Prüfungsstress. Nee, bin ich da hin? Ja, da renne ich jetzt nicht hin. Weil bis ich da hin bin, bin ich auch das Frau. Und irgendwo, weit weg von Frankfurt, die Stunde der Wahrheit für Birgitta Leisel und für Claudia Englert. Kein Prüfungsflug ohne Feedbackgespräch. Also Birgitta, ich hoffe, dass dein Linecheck nicht gleich in der Palme hängt hier oben. Ich werde ihm schon hinterherrennen, aber ich höre es mir erst mal an, ob ich hinterherlaufe. Nochmal zu deinem Briefing. Super Struktur, klasse. Also wirklich sehr gut, sehr deutlich formuliert. Präzise Fragen gestellt und mit einer, wie soll ich sagen, also wenn man dich so kennt dann im Laufe des Fluges mit deinen Witzen und deinem Humor. Kommst du taff rüber. Nee, nicht taff, aber schon verbindlich und ernst. Ja. Und das finde ich sehr gut als Einstieg. Du schaffst eine sehr gute Atmosphäre, aber du machst auch deutlich, was du Wert legst. Dir merkt man einfach an, dass du diesen Job total gerne machst. Du lebst das. Du bist echt so die Inkarnation der Dienstleistung. Ich kann nur sagen, wir brauchen solche Pörser, Claudia. Ja, nee, wirklich. Wenn du da durch die Kabine rennst und lachst. Also das ist einfach eine Freude, dazu zu sehen. Jetzt sind wir doch wieder alle nett. Unterschrift muss man überlassen. Oh, es kommt im richtigen Moment. Und Claudia Englert, die hat auch bestanden. Wie sie Birgitta gerade motiviert hat. Na denn, Prost. Reine Hoffmann. Wer fragt das? Grüß dich. Guten Tag. Wie geht's? Gut. War ich gestern Abend hier gewesen? Ja, 3 Stück gestern Abend. Zwei sind schon leer. Der Kolumbianer ist schon gestern aufgegriffen worden. Den Körper voller Kokainbeutel. Jetzt wird nochmal geröntgt, zur Kontrolle. Hat er immer noch Kokain im Bauch? Was wird mit dem Schmuggler passieren? Wahrscheinlich einige Wochen Gefängnis und dann wird er abgeschoben. So sah der Kolumbianer gestern aus. 94 Drogenbeutel. Knochen und Organe sind kaum noch zu sehen.
Im Straßenverkauf hätte das Kokain mehr als 100.000 Mark gebracht. Hätte. Einmal hatte Rainer Hofmann einen Kolumbianer hier, dem Kokain in den Darm eingeführt worden war. In 5 Cola-Dosen. Der Mann wäre beinahe gestorben. Ein Beutel ist noch drin. Den wird das Abführmittel auch noch schaffen. Und wenn so jemand stirbt, was fühlen Sie dann? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe da keine Gefühle für. Ich habe weder Emotionen, noch Freude, noch Hass, noch Wut. Pech gehabt, dumm gelaufen. Ich empfinde da gar nichts. Jeder, der sowas macht, der weiß, welches Risiko er auf sich nimmt. Und wenn er dabei stirbt, dann hat er wirklich Pech gehabt. Ärztliche Hilfe ist so gut wie nicht mehr möglich. Wir haben 1, 2 Fälle, die mir in Erinnerung sind, wo wir den Leuten noch helfen konnten. Aber in den meisten Fällen ging das Ganze tödlich aus und es war keine Hilfe mehr möglich. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißgeschäft. Nächstes Mal Thomas Stets, André Jäger. Kein Gramm zu viel. Edith da Silva. Ein Chaostag. Walter Mader. Gestrandet. Klaus Dautzenberg, Norbert Michaelis. Das Loch in der Startbahn.